Noch steht die Ampel wegen Bauarbeiten auf Rot, aber am kommenden Dienstag soll die Bundesstraße 422 zwischen Kordel und Welschbillig, eine der wichtigsten Verkehrsverbindungen in der Südeifel, fertig ausgebaut und wieder frei befahrbar sein. Das hat der Landesbetrieb Mobilität mitgeteilt. Noch sind Arbeiter dabei, die letzten Schutzplanken auf der knapp 6 Kilometer langen Waldstrecke zu montieren. Seit Februar 2008 ist die B422 unter Vollsperrung ausgebaut worden. Um die Standfestigkeit der Straße zu verbessern, war den Bodenmassen Kalk und Zement beigemischt worden. Teilweise wurde die alte Trasse 60 cm tief ausgegraben und neu präpariert. Die Ausbaukosten sind mit 2,6 Millionen Euro veranschlagt. Nicht nur der Straßenbelag und die Bankette sind erneuert worden, auch 6 Stützwände und 2 Wasserdurchlässe wurden saniert. Mit der Verkehrsfreigabe endet für die Kordeler Geschäftswelt eine harte Zeit, denn über die B422 kamen viele Kunden aus dem Raum Welschbillig, Ittel und Hofweiler zum Einkaufen nach Kordel. Umsatzeinbußen beklagt unter anderem Richard Schmitz, Inhaber des Geschenkladens mit Post- und Lottoservice. Ich bin also froh, dass die Straße nach Welschbillig bald geöffnet wird, weil die Bauzeit hat nach meiner Meinung viel zu lange gedauert. Wir haben ca. 30% Umsatzeinbußen. Während der Sperrung der B422 diente die L43 in Richtung Butzweiler als Umleitungsstrecke. Diese Straße soll nun ebenfalls saniert werden, berichtet der Landesbetrieb Mobilität. Danach stehen die Ampeln im Raum Kordel-Welschbillig aber wieder uneingeschränkt auf Grün.